Euch erwarten hier gleich super tolle Sachen, die ich mir geholt habe, und darunter sind drei ganz geile Highlights. Viel Spaß dabei! Ja, hi und herzlich willkommen hier auf meinem neuen Video zu einer neuen Folge Pickups. Und zwar für die Monate, jetzt muss ich sagen, es sind zwei, weil ich habe mich einen Monat mal Pause gemacht mit Pickups. Und ja, für die Monate Februar, März, wir haben jetzt schon April. April wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel gekauft, weil es ist ja immer noch diese Corona-Ausgangssperre und so weiter, was ich auch unterstütze, was ich wichtig finde. Aber ich kaufe halt online nicht so gerne, weil da fehlt mir ein bisschen dieses Kauferlebnis. Deswegen werde ich in der Zeit jetzt, solange es halt anhält, das weiß ich nicht, wie lange es läuft, weiß ja keiner, und da werde ich halt weniger kaufen. Also ich werde sicherlich mal ein paar Schnäppchen machen, so wenn ich was finde im Internet. Gibt ja immer Gönn-den-Dienstag oder Vegan-Deals oder was auch immer. Da schlage ich dann schon zu, das habe ich vorher auch schon gemacht, aber so im Laden kaufen tue ich jetzt nicht. Und ja, bla bla bla. Ist auch egal jetzt. Ich habe trotzdem jetzt erstmal noch eine ganze Menge, weil das sind alles Sachen, die ich, oder größtenteils Sachen, die ich zuvor gekauft habe, bevor es losging mit der Krise. Und ja, und es ist eigentlich relativ gut gemischt. Es ist von jeder Konsole ungefähr gleich viel da. Also PlayStation, Xbox One und natürlich auch die Nintendo Switch. Bei der Switch habe ich super, richtig, richtig coole Sonderangebote gefunden. Im Februar war das noch, genau. Und anfangen möchte ich aber mit einem super geilen Spiel. Und zwar ist das, habe ich das gekauft von den lieben www.investor. Da nochmal an dieser Stelle herzlichen Dank und schöne Grüße an dich. Und von dem Spiel, was ich rede, ist dieses hier, Late Shift. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich hatte es vorher, kann man so sehen, es blendet so ein bisschen, ne? Weil ich habe das schon hier in so eine Hülle reingepackt, weil, wie gesagt, es ist eigentlich nicht Retail zu kaufen, es gibt nur digital. Das hier ist ein Limited Run-Spiel. Ich habe kein einziges Limited Run. Eigentlich bin ich jetzt auch nicht der große Fan von solchen Sachen. Aber okay, hier habe ich immer eine Ausnahme gemacht, weil ich das Spiel absolut liebe. Es ist ein FMV-Spiel. Und wie gesagt, es gibt es nicht nur für die PlayStation 4, es gibt es halt auch für die Xbox One und auch für die Nintendo Switch. Ich habe es total super gerne gespielt. Es ist ein Thriller. Diese FMV-Spiele sind ja immer so real abgefilmte Sachen, also meistens nicht immer, aber real abgefilmte Spielszenen, sage ich jetzt mal, wo man dann bestimmte Entscheidungen trifft, also wie hier Detroit oder so. Detroit ist noch ein bisschen anders, weil das ist ja dann eigentlich Computergrafik, aber so in der Richtung geht das halt. Ne? The Bunker zum Beispiel fällt mir gerade ein, ist so ein Spiel. Ja, und wie gesagt, von Florian, von dem Zockamigos, der hat mir den Tipp gegeben, dass der BBW Investor zwei Spiele davon hat. Und er hatte gemeint, ja, frag doch mal bitte mal nach. Und das habe ich dann gemacht. Und der BBW Investor hat mir das echt für einen super Freundschaftspreis angeboten. Ich habe dann natürlich gleich zugeschlagen und nochmal, wie gesagt, recht herzlichen Dank an dich. Und kriegt bei mir einen Ehrenplatz, auf jeden Fall. So, ja, aber ich habe noch einige PlayStation 4 Spiele mehr geholt. Und zwar, ups, Moment, 428, Shibuya Scramble oder so ähnlich. Das ist auch real verfilmt, teilweise zumindest. Ich bin ja kein Japano-Fan, ihr wisst das, ne? Aber hier habe ich mal Bock drauf, sah interessant hinten aus. Hat halt so reale Verfilmungen, also Schnipsel mit drin. Keine Ahnung, ob mich das antönt. Muss mal gucken, aber ich dachte mir, für 20 Euro nimmst du es einfach mal mit. Dann habe ich hier ein Schnäppchen gemacht, ein Spiel, was nicht so gut abgeschnitten hat, aber das ist eigentlich auch mehr was für meine Kinder. Little Dragons Café gibt es auch für die Nintendo Switch. Das hat mich gekostet 8,99, ist ein komischer Preis, aber bei Saturn war das halt gerade so eine Grabbelkiste und da dachte ich, okay, nimmst du mal mit, weil ja, meine Tochter steht auf sowas und so ein bisschen Farmen und so ist das so ein Farmspiel, glaube ich. Ja, dann haben wir hier Tales of Berseria ist auch so ein Japanokram. Aber das gab es für 10 Euro. Okay, ist jetzt hier so ein PlayStation-Hits-Ding. Es ist ja immer nicht so geil, aber im Grunde genommen, ach, naja, egal. Ich dachte mir, guck es einfach mal an. Vielleicht geht es dann auch wieder raus. Also, Sorted Out kann sein, dass er das da demnächst in der Folge mal kommt. Ich gucke einfach mal rein, weil diese Tales of haben ja doch schon einen guten Ruf. Ne? Also, von daher einfach mal reingucken. Dann habe ich mir ein Spiel geholt, das hatte ich mal bei der Gamescom mir angeguckt und ich fand es ziemlich cool. Und zwar Concrete Genie. Ja, kann man auch mit der PlayStation VR spielen. Ist so ein kleiner Junge, der irgendwelche Sachen an der Wand malt. So, aber soll halt ganz cool sein. Von der Story her recht, ja, so also nicht ganz so. Also hat schon so ein bisschen Tiefgang, sagen wir mal so. Und ich habe es auf der Gamescom gesehen und fand es ziemlich cool und dachte mir, ja,
Holst du mal, es war auch im Angebot, ich glaube 15 Euro, glaube ich, habe ich bezahlt. Naja, und dachte ich, schlage ich einfach mal zu. Ja, kommen wir jetzt zu den Xbox One Spielen. Und zwar läuft ja jetzt gerade noch aktuell 3 für 2 beim Mediamarkt Online. Da habe ich jetzt tatsächlich mal zugeschlagen, auch wenn ich online kein großer Fan bin. Aber mir fehlten noch ein paar Spiele für die Xbox One. Und zwar habe ich mir einmal dieses hier geholt, das ist jetzt sehr gut abgeschnitten: Journey to the Savage Planet. Ist ein bisschen. Ja, es soll ganz humorvoll sein. Also du bist ja so ein Typ auf dem Planet und ist mal so ein Erkundungsspiel, kannst ein bisschen rumballern auch, aber ja, ist so First Person, das mag ich eigentlich nicht so gerne, aber ich fand halt die Prämisse ganz cool, was man da so macht. Das Erkunden finde ich immer richtig cool. Also einziger Kritikpunkt, was ich schon gehört habe, es hat halt keine Karte, keine Minimap oder was auch immer. Aber die Welt soll jetzt nicht so groß sein, von daher, ja, ich bin Berufskraftfahrer, von daher, ich kann mich, glaube ich, ganz gut orientieren, auch ohne Karte. Dann habe ich mir geholt, das habe ich jetzt neulich mal angespielt, das ist gerade in Xbox Game Pass, Blair Witch, finde ich richtig, richtig cool, hat eine super tolle Atmosphäre, grafisch nicht so ganz so geil, aber das hat mich gleich in den Bann gezogen, obwohl ich den Film nicht so gut fand, also von so, also, naja, aber das Spiel, das hat mich echt total angemacht, also da habe ich jetzt vielleicht mal 2 Stunden reingezockt oder so, aber fand ich ganz cool, so auch mit so einem Hund, den du da immer als Begleiter dabei hast, und ich mag Hunde und von daher, ne? Dann habe ich mir noch ein Spiel geholt, das hatte ich schon länger auf meiner Liste gehabt, No Man's Sky. Alle 3 Spiele halt für 30 Euro, in dem Fall dann 60 Euro insgesamt, weil das dritte war halt wie gesagt umsonst. Ja, und da wollte ich auf jeden Fall mal rein. Ich habe schon mal auf der PlayStation gespielt, aber da war es noch quasi in einer Early Access. Es ist ja nie richtig so fertig geworden, jetzt mittlerweile schon. Und ja, einfach mal richtig anzocken, jetzt in der fertigen Version quasi. Dann habe ich mir geholt Dark Souls, die Trilogie, das habe ich schon für die PlayStation 4 schon mal vorgestellt. Und ich bin kein großer Fan von Dark Souls, aber trotzdem fasziniert mich diese Welt und deswegen für 29,99 €, also 30 Euro, dachte ich, nehme es nochmal mit. Dann nochmal ein Schnäppchen bei Expert, hier in Hannover war das, genau. Aber es ist kein Mega-Schnäppchen, weil ich denke mal, das Spiel geht sowieso bald wieder vom Preis ziemlich doll runter, denke ich mal. Und zwar Warhammer Chaos Bane ist so ein Diablo-Verschnitt. Ja, ich mag Diablo. Das Spiel hat eher so mittelmäßige Wertung bekommen, aber egal. Ein weiterer Diablo-Verschnitt ist Vikings. Das hatte ich mir, weil das kriegt man so nicht mehr, das habe ich mir dann gebraucht gekauft bei GameStop und so, relativ teuer, sogar noch für 18,49 €. Und Vikings habe ich jetzt schon ziemlich weit gespielt auf der PlayStation 4 und ich finde das richtig cool, es macht sehr viel Spaß. Anfang war so ein bisschen holperig, sage ich jetzt mal, aber jetzt mittlerweile finde ich es richtig cool. So, ich muss ja mal gucken, ob er aufnimmt, weil er spinnt wieder so rum. Hat schon Stopp angesetzt. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Highlight, wie ich finde, und zwar Ori and the Will of the Wisp. Als Collectors Edition. Finde ich super geil. Ich habe es leider noch nicht angezockt. Ich kenne aber das alte, den ersten Teil. Auch noch nicht durchgezockt, den ersten, aber doch schon recht weit. Und der erste, den fand ich sehr schwer. Ich hoffe, dass dies hier nicht ganz so schwer ist, aber die Collectors wollte ich unbedingt haben. Hier ist ein Soundtrack drin. Ich kann euch das kurz vorlesen. Steelbook ist drin. Die Spiele, Disc, also nicht kein Code für einen Download, was ja häufig bei leider Microsoft ist. Die bringen nicht immer unbedingt einen Disc dabei. Bei der Halo zum Beispiel war es nicht. Ja, ein Artbook ist dabei, ein kleines, nur auf Englisch gut, aber bei Artbooks ist es eigentlich völlig gesprungen. Der Soundtrack, also das ist so ein Klaviersoundtrack auf CD und Original-Soundtrack als MP3-Download. Also recht cool, wie ich finde. Es war auch nicht teuer. Ich glaube 49 Euro. Glaube ich zumindest. Ja, jetzt kommen wir zur Switch und da habe ich jede Menge. Und ja, wurde auch mal wieder Zeit, weil ich schon lange keine Switch-Spiele mehr gekauft habe. Und da habe ich sowohl beim Mediamarkt als auch bei Medimax, da gab es halt sehr viele Angebote. Ich fange mal an mit Penny Punching Princess. Keine Ahnung, wie das Spiel ist. Ich glaube, es hat aber ganz gute Kritiken gekriegt. Ist sehr ungewöhnlich, ist so, geht es auch ein bisschen, naja, ist so ein Hack'n'Slayer auch mit Kohle irgendwie, keine Ahnung, also mit Geld. Und hat mich gekostet 10 Euro und da gucke ich einfach mal rein. Genauso, jetzt, das sind fast alles so, naja, ne, wo man mal reinguckt, wo ich nicht unbedingt weiß. Aber manchmal hat man ja so ein Highlight, wo man das gar nicht so auf dem Schirm hat. Hier hatte ich zum Beispiel hier Ultimate Runner, ist glaube ich eher so ein Handyspiel, ne? Wo man so, diese kennt das ja, wo man so wegrennt, so ein Runner-Ding irgendwie. Aber hier für 9 Euro. Fand ich ganz cool. Ne? Und da dachte ich, kann man mal reingucken, kann man auch, denke ich mal, wieder für 9 Euro verkaufen. Dann ein Klassiker, den ich nicht kenne, nie groß gespielt habe: Rollercoaster Tycoon Adventures für 19 Euro.
Und wie gesagt, diese hier mit den roten, da steht auch drauf Medimax, hier habe ich Adidas von Medimax. Ja, dann dachte ich mal, okay, wenn das so cool sein soll, es hat so einen Klassikerstatus, dann guckst du da einfach mal, nimmst es mal mit. Dann, das kenne ich tatsächlich, das habe ich durchgezockt, Child of Light ist einer meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Konsole ich das gezockt habe, ob der Xbox oder PlayStation, aber das liebe ich, das Spiel. Und ich bin eigentlich nicht so mit Rundenstrategie, aber das liebe ich, das Spiel finde ich super geil. Und dabei ist Violent Hearts, das habe ich noch nicht gezockt, das sind beides Ubisoft-Spiele. Habe ich auch für alle Konsolen, aber das habe ich noch nie angezockt. Und das hier beide auf einem Modul für 12 Euro, dachte ich, okay, nimm es auf jeden Fall mal mit. Ja, jetzt kommt so ein, wo ich nicht so unbedingt weiß. All-Star Fruit Racing hat, glaube ich, keine guten Kritiken gekriegt, aber ich dachte mir, für 12 Euro und wenn nur die Kinder daran Spaß haben, nimmst du es einfach mal mit, mal gucken. Es ist schön bunt, obwohl ich glaube, es hat mittelmäßige Kritiken gekriegt. Aber wie gesagt, für 12 Euro kann man immer noch mal für 12 Euro noch verkaufen. Das gleiche gilt für Nickelodeon oder so ähnlich. Card Racers, das hier, SpongeBob jedenfalls, auch für 12 Euro, hat auch eher mittelmäßige Kritiken gekriegt. Nur mal reingucken. Dragons wollte ich nicht haben, aber mein Sohn hat drum gebettelt, auch 12 Euro. Ist ein Kackspiel, aber mein Sohn steht da voll drauf. Genauso wie das nächste hier für meine Tochter. 19 Euro war recht teuer, mein Little Riding Champion, genau. Ne, Pferde und so weiter. Das ist halt das Ding, wenn ihr nicht selber eine Tochter habt, dann kennt ihr das sicherlich. Dann habe ich mir einen Flop leider gegönnt und zwar James Bond Robocop. Robocop, Leute, heißt das. Das habe ich mal auf dem Amiga damals gespielt und fand es super, super geil. Naja, super, super geil ist übertrieben, aber ich fand es super. Und das habe ich gesehen bei Real und dachte ich mir, okay, für 16 Euro nimmst du es mal mit, aber es ist leider nur ein Download-Code. Leider, leider. Habe ich nicht gesehen. Dann hätte ich es nicht gekauft, natürlich. Aber naja, gut, egal. Ich hoffe, es ist noch genau, also es macht mir noch genauso viel Spaß wie früher. Und naja, mal gucken. Ich ansonsten, ja, würde schon sagen, sorted aus kann ich es ja nicht verkaufen. Das ist immer das Doofe bei solchen Sachen. Aber was soll's. Das war's von heute von mir. Endlich mal wieder Pickups. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Die nächste Pickup wird wahrscheinlich auch erst wieder im Mai, Ende Mai passieren, weil im April werde ich nicht so viel kaufen. Weil, wie gesagt, online zocke ich nicht so gerne. Ja, dann sehen wir uns. Ja, wir sehen uns natürlich. Ich mache jetzt auch noch wieder andere Videos. Aber im Pickup, wenn ihr jetzt nur Pickups gucken solltet, dann seht ihr mich Ende Mai wieder. Dann mit Johnny Depp Frisur, weil Friseure haben ja leider auch geschlossen. Meine Haare wachsen ziemlich schnell und naja, war nur Spaß. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Ciao.